Hallo Leute, ja, da ist unser Zug. Haben wir das Geld zusammen gehabt? Ich habe ihn gekauft und der fährt dann hier auf die Strecke. Ich würde sagen, hier kurz Logo und dann schauen wir weiter. So, da ist er. Ja, der hat jetzt seine Aufgabe. Bringt die Kohle. Na komm, lass mal auf 3 stellen. Das ist auch nicht viel schneller, ne? So, der fährt dann jetzt hier rüber. Holt hier, ne, hier holt er nicht die Kohle weg, ne? Da wird sie verarbeitet. Holt da die Kohle, genau, bringt sie dann darüber. Das passt schon mal. Fährt natürlich erst hier rein, aber ist jetzt auch egal. So, und dann brauchen wir hier natürlich noch Lieferant von Eisenbergwerk. Das ist da. Das ist da. Kospalla ist da. Ist das da in der Nähe? Das wäre nicht weit weg, ne? Wo ist es jetzt? Ja, das war das. Das ist hier. Das ist ein ganzes Stück noch. Das war Eibenstock, ne? Ne, Gießenhorst. Wenn es hier. Und das ist da direkt neben. Das heißt, wir müssen jetzt hier Anlieferung von da nach da machen, ne? Dann brauchen wir Depot. Zack. Und zack. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Fahrzeuge herkommen. Hier geht eine Straße hin. Da ist aber kein Depot. Das ist nur eine Haltestelle. Hier ist ein Depot, aber. Ach doch, da haben wir ja eine Straße gebaut. Dann Fahrzeug kaufen. Schüttgut-LKW, der 38-Tonner hier. Kaufen wir mal 5 Stück von, oder? Neue Linie. Von da nach da. Und hier bitte Lader voll einer Ladung. So, das heißt, wir sind dann komplett fertig hier mit Produktion und kriegen nachher Stahl raus. Und das. Ja, können wir gucken. Ja, das ist der Männer. Gucken wir, wer der Abnehmer ist. Verlinken, das ist auf der anderen Seite der Karte. Winnen ist auch nicht so nah, glaube ich. Cosboda ist auch nicht so nah. Ja, die beiden natürlich. Ja, da müsste man gucken, wie man die dann wieder da geliefert, ne? Wenn ist das nächste. Und die Maschinenfabrik ist hier, okay. Und die machen dann Zahnräder daraus. Zahnräder ist gut, ne? Maschinen sind das dann, okay. Das heißt. Können wir eigentlich hier lang fahren, oder? Da ist ein Personenanleger, hier ist nichts. Das heißt, dort bauen wir wieder ein LKW-Terminal. Zack. Und das war's schon. Da hinten haben wir eins. Das heißt, dieses hier kaufen wir. Stahl. Geht hier Stahl drauf, ja. Und kaufen auch für 5 Millionen. Das ist eine neue Linie und die Linie ist dann von da nach da. Und schon fertig, ne?
So, und dann die Maschinenteile. Und wer kriegt die? Ist das das Werk? Ja. Ist da Binnenbein? Nein. Die sind zu weit weg. Die sind noch weiter weg. Wellingen ist auch weit weg. Leitzkau ist weit weg. Schemmerhofen. Ja, ist auch weit weg. Das war hier unten, ne? Ja. Das ist auch zu weit weg. Und Bozen ist auch zu weit weg. Und Gladbeck. Das ist alles zu weit weg, ne? Welcher ist denn der nächste dann? Rühlkamp ist schon der nächste dann da oben, wa? Gladbeck ist hier. Straße würde da rumgehen, aber würde jetzt auch keinen Sinn machen, ne? Da ist die Maschinenfabrik, ne? Da waren wir. Ach, da müssen wir auch noch was anderes liefern. Rügamp ist dann doch das nächste. Aber da müssen wir noch einen Lieferanten haben. Und zwar Schlemmerhof. Das ist da. Die brauchen Holz. Hallandorf ist zu weit weg. Klettersmersmühle ist da. Ist auch zu weit weg. Wobei jetzt das Ding ist, hier ist es. Und dann haben wir noch Gießenhorst. Ah, Gießenhorst ist das nächste. Das heißt, wir können hier mit dem LKW da anliefern, denke ich. Beziehungsweise wir haben hier eine Bahnlinie, ne? Die ist aber eingleisig, die müssten wir zweispurig dann machen. Hier so rum, ne? Gebäude. Kopfbahnhof. Zweigleisig auf jeden Fall. 240. Hochgeschwindigkeit geht auch, brauchen wir nicht. Das auch verbinden, dass es ist das angeschlossen dann oder nicht? Oh, so wäre ja voll doof, ne? Hier ist voll der Hügel, oder? Ich glaube, so passt es noch am besten, wenn. Irgendwie immer schlecht gebaut, oder? Irgendwie ist das immer schlecht, weil hier irgendwie seht ihr, ne? Ist das dann verbunden? Weiß ich nicht. Ja, müssen wir wohl so machen. Der switcht dann hier bis nach da unten, ne? Das ist überall so, ne? Oder ja, hier wird es vielleicht gehen. Ich würde mal sagen, wir probieren das da. Ziehen das hier ran. Und das auch so machen, dass es dann angeschlossen wird. Ja, ist ja erstmal passend, ne?
Musst mal hin. Ist hier zweigleisig wenigstens? Ja. Das geht also durch. Ja, doch, wir müssen noch weiter. Bis hierhin. Hier war das anzuliefern, naja. So, das heißt, hier muss irgendwie ein Bahnhof hin. Gebäude. Ein Güterbahnhof. Ja, muss schon so. Zack. Und wieder Gleise. Steigung zu, ist okay. Welche Steigung ist denn zu groß? Okay. Das ging jetzt nicht. Welche Chance haben wir dann? Kommen wir mal gerade einen Zug daher. Wie kriege ich das denn hoch? Das sagt er mir natürlich sofort, das ist zu hoch, ne? Das da jetzt drauf? Ja. Also machen wir das. Das heißt, wir reißen das hier mal gerade weg. Weil das brauchen wir gerade nicht. Das auch noch mal weg. Steigung zu groß. Das sieht einigermaßen aus, ne? Bau nicht möglich. Nein, da haben wir auch jetzt was falsch gemacht. Jetzt nochmal das Ganze. Den da dran. Den da dran. Passt. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir hier kreuzmäßig rüberkommen. Passt. Geht nicht. So geht's. Passt. So, links, rechts passt. Weiß nicht, ob hier noch, dann müssten wir da mal gerade gucken, ob wir hier noch, ja, können wir doppelt Kreuzungsweise raus machen. Gut, das heißt, das Stück sollte fertig sein. Und der Zug kommt von da. Hätte man natürlich bis dahin durchziehen können, weil hier ist tatsächlich, ne, zweispurig. Das hier noch mal ein bisschen anders bauen. Und ich will ja auch nicht bauen, ich will ja abreißen, ne? So, und jetzt noch mal das Ganze bauen. Das auch bauen. Und das muss jetzt nur noch Kreuzungsweiche werden, ne?
Und dann kann der da so rumfahren, der kann da lang fahren. Und dann soll es erstmal klappen, oder? Da muss er durchfahren. Haben wir hier eine Kreuzung? Nee, ne? Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und auf der anderen Seite machen wir das auch. Das geht aber nicht. Na, dann machen wir es hier halt so. Krümmung so groß. Passt. Okay, dann jetzt können wir noch ein Signale nehmen. So sollte es einigermaßen passen. So, dann würde ich sagen, brauchen wir noch einen Lok. Haben wir genug Geld? Ja, werden wir wohl haben. Fahrzeug kaufen. Und wir wollten Cargo, aber elektrisch, Diesel-Lok hinzufügen. Und dann Cargo, Holz. Das ist der. 160 Meter. Mal 200, ich weiß nicht, wie lang wir das gemacht haben, wahrscheinlich nicht so lang. 45 haben wir. Kaufen. Neue Linie. Und der fährt jetzt mal erst dann dahin. Und dann dahin nennen, weil sonst kommt er da nicht hin. Gut. Jetzt kommt er da raus. Wir folgen ihm. Schneller ist schon. Und mal gucken, welche Fahrt er da mit den 180 Baumstämmen macht. Fährt jetzt nur 120, naja. Ich weiß gar nicht, wie schnell die anderen Teile des Zugs alle können. 160 hätte er fahren können, okay. Da fährt er ja durch. Hält dann hier an und sollte da Holz aufnehmen. Ich weiß aber nicht, wie viel. Also der Bahnhof ist lang genug. Ja, er hat gar nichts aufgenommen. Können wir nochmal wenden. Liegt wirklich nichts da? Nee. Warum liegt da nichts, ist die Frage, ne? Produktion schon am Anschlag. Alles für die LKW hier, wa? Der Level müsste dann noch steigen. Da sind gerade mal 16 Bretter. Hier ist noch gar nichts. Zug kommt jetzt hier an. Ich weiß gar nicht, ob er da lang genug für ist, der Bahnhof. Ja, reicht. Aber wir haben da kein Holz. Das ist schlecht. Warum wird hier noch nichts angenommen oder angelegt? Hat es doch hiermit zu tun, dass keine Straße da angebunden ist? Das so, ich weiß es nicht. Auch ein Bahnhof, eine Straße ist die Frage, ne?
Hier steigt das Lager immer mehr. Wie, der LKW fährt leer weg. Linie 41. Linie 71. Linie 41 kriegt ja auch nichts, oder was? Okay, da haben wir ein Problem, das wir lösen müssen. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.